Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No Man's Sky. Wir waren stehen geblieben, diese Station hier zu durchsuchen. Ja, genau. Mal schauen, was uns hier erwartet. Also, ein Fragezeichen erwartet uns. Wuhu! Aycroft-Kater. Oh, ich habe ein Aycroft-Kater. So. Wo ist denn dieser Eingang? Bei diesen komischen Häusern suche ich immer den Eingang. Ich finde den nie. Oh, hier hat jemand seinen Schrott liegen lassen. Und in den Kackhaufen. Also die Station sieht sehr zerstört aus. Also ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist. Naja. Mal gucken. Ach, diese Aliens schon wieder. Diese Alien-Grütze. Kanonenschaden, Sigma. Ist bereits bekannt. Belohnung. Oh, ich mag Belohnungen. Aber ich habe das Gefühl, dieses Alien-Zeug wird immer mehr. Vielleicht stoßen wir irgendwann auf ein, weiß ich nicht, ein Parasit-ähnlichen Alien. Parasitus Maximus. Hm. Oh, guck mal, das ist echt viel. Oh. Oh, wir haben nichts gefunden. Super. Aber wenigstens ein bisschen Geld. Geld kann man immer gebrauchen. So, jetzt gehen wir mal an das Terminal. Mal schauen, was uns da erwartet. Baufällig. Finales Datenprotokoll wartet auf Nutzeranalyse. Terminal jetzt aktiv. Werden wir alle so? An jedem Wendepunkt meiner Reise werden mein Geist und mein Fleisch weiter verdorben. Sobald ich mich umdrehe, tauchen überall Rachen mit spitzen Zähnen auf. Ich höre sie reden und fauchen. Manchmal klingen die Geräusche sogar nach Worten. Vielleicht ist es mein Name. Ich habe meinen Exo-Anzug schon lange nicht mehr ausgezogen. Ich habe Angst, meine eigene Haut anzusehen. Ich weiß, dass sie brodelt, nass und narbig ist. Ich bin zu einem Infektionsüberträger geworden. In meinem Fleisch lebt die Verderbnis. Sucht nicht nach mir. Oh. Anscheinend war der halt, oder dieser Typ, der hier gelebt hat, war der anscheinend infiziert. Okay, wir kriegen wieder ein Geschenk. Ja! Ja, gib her. Oh, Bauplan für Gesundheitsmodul. Sigma bereits bekannt. Cool. Ah, müssen wir jetzt nicht unbedingt basteln. Kann man ja später machen. Ja. So, wo war mein Schiff?
Morgen. Aber ey, dieser Planet ist echt leer. Wie Flasche leer. Ja, ich denke mal, lange werde ich hier nicht bleiben. So. Wo können wir denn jetzt als nächstes hin? Wo ist das nächste Fragezeichen? Hm, hier ist nix. Will? Ah, da ist was. Mal schauen. Das war ein bisschen daneben. Avonktal. Avonktal. Willkommen in Avonktal. Ja, toll. Gibt's nicht viel. Alles bereits bekannt. Gibt's hier nichts Neues für mich? Hm. Ja. Zum nächsten Fragezeichen. Bestimmt habe ich wieder keinen Sprit. Deswegen... Ja, habe ich es auch gewusst. Ach, falscher Knopf. Ah, Plutonium haben wir genug. Haben wir genug. Feuer frei. Hey. Kuffental. Willkommen auf Kuffental. Die haben lustige Namen hier. Aber Kuffental hat auch nichts zu bieten. Naja. Schauen wir mal. Multiwerkzeugtechnologie. Das ist wieder so ein Gerät. Natürlich habe ich keinen Platz. Das ist super. Das ist super.
Wie. Oh. Yeah. Ich glaube, ich habe da Aluminium gesehen. Aber erstmal baue ich so ein kleines Gerät. Wie heißt das Ding? Diesen Chip. Yes. Hey. Hey. Ah, ich muss E drücken. So. So. Was nehmen wir denn? Monolith, kleine Außenposten, Übertragung, Unterschlupf. Machen wir eine koloniale Außenposten. Suche nach kolonialen Außenposten. Operationszentrale entdeckt. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. So. Let's go. Let's go to the floor. Yeah. Aber gibt's nicht mal irgendwelche Pflanzen. Der Planet ist echt leer, also tot. Ah, da ist das Ding. Hä? Achso, ich dachte, ich hänge in der Luft fest. Ich war nur zu weit oben. So, was haben wir denn hier? Zephy. Zephy Moore. Moore. Zephy Moore. Oh, Plutonium. Meins. Meins. Alles meins. Okay. Ich hab das Gefühl, das ist ein Plutoniumplanet. Hier gibt's nichts anderes als Plutonium. Hallo? Versperrt. Ja, geh weg. Geh weg, los. Egal. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Oh oh.
Aha. Au. Autsch. Ah, ich hab doch Granaten. Geh weg. Bam. Das war eine Granate. Yeah, ist viel besser. So, jetzt schneller rein. Go, go, go. Nur alles mitnehmen, was wir kriegen können. Aufprallschaden. Blitzwerfer-Begleiteinheit. Der Blitzwerfer bewirkt beim anvisiertem Ziel maximalen Schaden, was die Waffe auf Vaikin-Standard bringt. Lädt die ionisierten Plasmaschüsse bis an die Grenze des physikalischen Möglichen auf. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeugmittel des Nutzers. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Oh, wir brauchen ganz schön viel Sachen dafür. Boah, aber egal. Wenn das maximalen Schaden bietet, dann ist das nicht schlecht. Gret. Interagieren. So, haben wir noch was zum Klauen? Nee. Haben wir nicht. Ja, ist ja gut. Fertigung. Ich öffne eine Liste mit militärischen Errungenschaften, die auf dem Upload warten. Es gibt Bilder von entfernten Schlachten, blutverschmierten Robotern und enormen Explosionen. Ein Begleitschreiben erwartet ganz klar etwas im Gegenzug, doch der Autor entschloss sich, es nicht zu senden. Moment. Was? Ich versuch mal senden. Oh. Feierliches Brüllen und Heulen ertönt aus den Lautsprechern. Ich nehme die Belohnung des Kriegers. Ja! Belohnung, Belohnung. Ah, geil. Ui, hui, bui. Ja, erstmal vergleichen. Aber ich glaube, meine Alt hat auch 16, oder? Oder 12. 16 hat das Ding sogar. Oh, wie geil. Ja, natürlich nehmen wir das an. Oder warte, Moment. Erstmal vergleichen. Schnellfeuertau 2. Cool. Ja. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Wir nehmen. Oh, yeah, baby. Cool, cool. So. Was? Der Planet ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ja, okay. Sehr gut. So. Speicher. Cool. Einfach so mal eine neue Waffe bekommen. Das ist doch schön. Das finde ich gut. So. Juhu. Vielleicht muss ich gleich mal einen Händler suchen. Weil mein Inventar ist voll.
Die Tankstelle. So. Wo gibt's hier... Obwohl, wenn ich... Ah, nee, nee. Erstmal... einen Händler suchen, ja. Erstmal einen Händler suchen. Und dann kann ich nämlich die Sachen für... für diese Verbesserung, also für die Waffenverbesserung, craften. Oh, Moment, Moment. Ein Upgrade. Sowas sehe ich auch gerne. Was denn? Aluminium? Wahrscheinlich. Iridium. Cool. Muss ich gleich mal sammeln. So, aber wir wollten erstmal ein Upgrade. Einsacken. Yeah. Wie viel Geld haben wir denn? Oh. Etwas unter 1 Million. Ja. Da kann ich ja Iridium reinpacken. Wo ist das Zeug jetzt? Iridium, wo bist du? Da bist du. Ups. Falscher Knopf. Oh. Lecker, lecker, lecker. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Hab ich alles? Ja, ich glaube, ich habe alles. So, gibt's hier noch was Schönes? Nö. Lamik. Lamik Flachland. Raumschiff, ja, ich wusste es wieder leer. Also ich weiß nicht, irgendwie verbraucht mein Raumschiff so viel. Warum? Das ist ein großer Spritfresser. So. So, waren wir da schon? Könnte sogar sein. Aber warte, ich sammle ein bisschen Aluminium. Oh, das ist aber ein ganz schöner Klumpen. Hallo, schöner Aluminiumklumpen. Oh, yeah. Das glänzt.
I like it. Ja, von Aluminium brauche ich ja auch voll viel. Ich glaube 200 Stück. Für mein Upgrade. Habe ich gerade nichts abgebaut? Ne, irgendwie nicht. Komisch. Oh oh. Diese Geier schon wieder, ey. Schnell weg hier. Juhu. Start Engines. So. Das ist wieder so ein kleiner Unterschlupf, ne? Mal gucken wir mal. Oh, da ist was. Iridium können wir ja auch schon mal sammeln. Davon brauchen wir ja auch eine Menge. Blanur Ödland. Oder Blanur Ödland. Ödland. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh, neue Technologie entdeckt. Kampfverstärker Omega. Die Angriffsfähigkeit des Bergbaustrahls werden auf ihr maximales Potenzial verbessert. Der Nutzer profitiert von der verschwindend geringen Überlebensrate potenzieller Ziele, die es ihm ermöglicht, die Bedingungen einer gewaltlosen Planeterkundung schneller wieder herbeizuführen. Ist ja cool. Keiner da. Wo sind die denn alle hin? Na gut, auf diesen Planeten würde ich auch nicht lange aushalten. Oh. Ich habe was vergessen. Hi. Ah, ich bin wieder voll, ne? So.
Mache ich mal eben ein Übertragungs- oder Überbrückungsschip. Machen wir das auch schon mal. So, Operationszentrale, aber ich glaube, das ist die gleiche wie vorhin. Jo. Jo, jo, jo. So, dann müssen wir ein bisschen Heridium sammeln. Boah, das ist aber auch so ein Riesenklotz. Ja. Aber mit der kann ich länger abbauen. Das ist echt cool. Lecker, lecker, lecker. Boah, ich habe das Gefühl, das ist unendlich. Ah, okay. Oh oh. Was? Was willst du? Geh weg! Schon greifen mich gleich an. Lass mich doch hier in Ruhe arbeiten. Boah, wird ein Riesenloch, ey. Hey? Baue ich nichts ab? Nein, irgendwie nicht. Aber wieso? Wieso baue ich nichts mehr ab? Achso, doch. Nun, komm. Au. Aber irgendwie nimmt er nichts mehr auf. Warum? Warum? Naja, man weiß es nicht, meine Damen und Herren. Ja. Die Zeit ist leider auch schon um. Wir haben ja auf jeden Fall heute was Cooles entdeckt. Zum Beispiel jetzt die... oder das neue Werkzeug. Das hat sich ja auf jeden Fall schon gelohnt. Also vielleicht ist dieser Planet doch gar nicht mal so schlecht. Also für Upgrades, sag ich mal jetzt. Nun ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf Kommentare aller Art. Also die können auch negativ sein. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge geben. Und über Likes und Abos freue ich mich natürlich sehr. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.